Stimmung in der Helios Arena in Villingen-Schwenningen. Die Wild Wings stehen wieder auf dem Eis. Für die Fans ist das erste öffentliche Training immer der erste große Pflichttermin vor Saisonstart. Und so kamen wieder hunderte Schaulustiger, um die neue Mannschaft und das Trainerteam mit viel Applaus zu begrüßen und um zu sehen, was die Neuen so drauf haben. Haben wir so wollen schauen, was so zusammengekauft wurde, ne? Und was da ist und was sie können, sieht man vielleicht auch schon was und kann man sich ein besseres Urteil machen über die ganze Geschichte. Ja, ich war jetzt schon zum zweiten Mal hier beim Eistraining zum Zuschauen und ja, einen neuen Spieler vielleicht ein bisschen kennenlernen, mal schauen, was der eine oder andere vielleicht ein bisschen was zeigen kann jetzt schon. Und, ja. Einfach um zu schauen, was sie für neue Spieler verpflichtet haben und einfach wie die Stimmung halt hier im Stadion ist. Schon die Tradition immer herzukommen und es ist einfach wichtig, Verbundenheit zu zeigen. Nach der Vorstellungsrunde startete Trainer Helmut de Raaf mit einer einstündigen Trainingseinheit, in der zum Beispiel Angriffssituationen geübt wurden oder auch das Penalty-Schießen. Ja, die Stimmung ist sehr gut. Ich meine, deshalb ist man noch sehr, sehr ruhig momentan. Man merkt, es ist so eine Findungsphase, weil natürlich die untereinander nicht sich viele kennen, weil sie sehr viele neue Spieler haben. Aber es ist sehr, sehr positiv und sehr aufmerksam untereinander und das mit sehr viel Respekt gehen die miteinander um und das ist das, was wir wollen. Ich glaube, dass die Leute gerne hier ins Stadion kommen, dass sie eine Mannschaft sehen, mit der sie sich identifizieren können. Das ist das, was wir wollen. Wenn uns das gelingt, haben wir sicherlich auch Erfolg. Die Fans schauten ganz genau hin. In der kommenden DEL-Saison soll es schließlich besser klappen als in der vergangenen. Ich bin angenehm überrascht über die Mannschaft. Was manche da schon bringen, ist unwahrscheinlich. Treffsicherheit, Pässe. Hauptsächlich der Neuner, der Franzose da, der super. Ja, war sehr gut. Die Mannschaft hat viel besser gespielt und ja, hat mir gefallen. Man sieht schon einige Dinge, wo man kann sagen, doch im Ansatz recht gut. Aber man muss erst mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja, war schön, war auch viel los. Training selber war echt gut, aber man muss jetzt abwarten, was die nächste Zeit so bringt. Was wünschen Sie der Mannschaft für die Saison? Ja, alles Gute. Auf jeden Fall besser wie letzte Saison. Dass sie auch mal ein paar Spiele gewinnen. Ne? Die Daumen sind jedenfalls gedrückt.